Hallöchen. Ist immer noch Samstag. Mega Man 5 habe ich schon fertig. Und ja, Mega Man 6 kommt jetzt auch noch dran. Oh, hier geht's um ein Roboter-Turnier oder so. Mit 8 der stärksten Roboter. Aber Mr. X, der Sponsor hat die Kontrolle über die übernommen. Hallo. Das sieht man, wer das ist, oder? What? What? Ich habe gerade nicht mitgelesen. Egal, könnt ihr euch ja durchlesen, was auch immer da war. So. Und los geht's. Wen haben wir denn hier diesmal? Blizzard Man, Windman, Flame Man, Tomahawk Man, Centaur Man, Night Man, Yamato Man. So, also ich mutmaße mal. Blizzard Man ist gut gegen Flame Man, Flame Man ist gut gegen Plant Man. Oder so. Also fangen wir erstmal an mit Blizzard Man. Wuhu! Oh, hier gibt's mal ausgesprochen detaillierte Informationen über die Gegner. Und da ist er auch wieder, mein Kleiner. Und er hat wieder mal einen aufladbaren Buster. Das ist schön. Oh, fuck. Aha, klappt. So. Wow, ich rutsch rum. Okay, was ich gleich mal zu Anfang sagen möchte. Moment mal. Nein, das nicht, aber mir ist gerade aufgefallen, wahrscheinlich hätte man ja. Oh. Hätte man ja das Eis wegkriegen können durch Feuer. Also habe ich hier irgendwie vielleicht falsch rum was gemacht, dass ich zuerst Flame Man hätte umbringen sollen und dann. Na, ist egal. Es muss auch mit dem Buster gehen. So, was ich zu Anfang mal gern sagen würde. Upsa. Das ist jetzt mein, ja, schon viertes Let's Play, wenn ich selber mitgezählt habe. Und, ich komme da nicht lang, verdammt. Und ich weiß nicht, wie lange es bei den anderen Let's Playern so gedauert hat, bis sie ihre Fanbase aufgebaut hatten. Ich will auch nichts gegen die Fanbase sagen, die ich schon habe. Ganz und gar nicht. Das sind tolle Leute. Abonnementen und ich bin gleich tot. Ja, da hätten wir zum Beispiel XDisX 93, der macht immer sehr schöne Kommentare zu meinen Videos, oder wen haben wir noch? Soulman the BP, auch ein ganz guter. Ja, hab da einfach mal bei einem Funk Royal Video was dazu geschrieben. Und dann kam er halt so auf meine Seite und hat mich abonniert. War nett. So, dann hätten wir noch Phantom Ganon, den kenne ich sogar persönlich. Und Mr. Egg von Schleck. Auch so einer, der in die Let's Play-Szene einsteigen will, sein erstes Let's Play gerade macht mit Mega Man 7. Mache ich gleich mal Werbung für ihn. Jedenfalls, Leute, wenn ihr das seht, dann. Und vielleicht gut findet, was ich so mache, und Leute kennt, die sich das auch gerne mal angucken würden, dann macht bitte ein bisschen Werbung für mich. Wäre voll nett von euch. Ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Jetzt machen wir mal weiter mit dem Spielchen hier. Ist genug für Marketing gesorgt jetzt. Oh, fuck. Ah, oh, Mann. Das ist eindeutig schon mal ein Stück schwerer als Mega Man 5, würde ich jetzt so sagen. Oh, fuck. Ah, fuck it. Wow, da unten ist was. Ha. Leben. Aber bringt mir nicht viel, solange wie der noch lebendig ist. Au.
Oh, ja, endlich, endlich. Oh, oh, da ist wieder ein Stück Leben. Ich brauch Leber hin. Oh. Mann, ist das ein Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, das dauert nicht nur 18 Parts wie das andere. Phew. Ach ja, und wenn jetzt jemand mal so sich das so dieses Let's Play anguckt und sich denkt, hey, eigentlich könnte Exido ja mal noch ein Let's Play von meinem Lieblingsspiel, also was auch immer das dann sein wird, machen. Und ja, kommt drauf an, was es ist. Wenn ich es noch nicht kenne, dann werde ich es auf jeden Fall gerne durchspielen. Und ja, ich würde mich freuen über jede Idee für ein Let's Play, die mir jemand geben kann. Einfach in die Kommentare schreiben oder wenn irgendjemand mal Kontakt mit mir aufnehmen will, einfach kein Problem. Schreibt mir eine Nachricht. Ich beiß euch nicht. Ich bin nett zu euch. Ich werde euch nicht anbrüllen, so wie ich es mit manchen Viechern hier oder Bossen machen würde. So bin ich zu anderen Menschen nicht, normalerweise. Wow, ho, ho. Und hopp. Also erst den da und dann den da. Und jetzt kann ich rein. So, bitte lass den Boss jetzt nicht so schwer sein. Wie viel Leben habe ich noch? Na, klasse. Zwei Versuche habe ich. So, jetzt haben wir hier einen Blizzard Man. Boah, er hat Skier. Ein Schneemann auf Skiern oder so ist das. Ah. Also, einfach ist es mit dem anscheinend nicht. Wow, Scheibenkleister, ey. Das ist doch... Okay, jetzt habe ich nur einen Versuch. Wenn ich jetzt nicht rauskriege, wie der funktioniert und wenn ich das nicht umsetzen kann, dann war's das für mich. Wahrscheinlich wäre ich nicht so weit außen stehen dürfen. So. Ah, fuck. Ah, fuck it! Jetzt mal im Ernst, das ist so... Das ist doch nicht auszuhalten. Oh, Mann! Oh, die Battle-Musik hier ist nicht schlecht. Hui! Bau, 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 bau. Na komm, lass mich in Ruhe. Wow. Ja, ich hab ihn getötet. Ja. Schön, schön, schön. Erstes Level geschafft. Aber wenn jetzt Flame Man wahrscheinlich gegen den gut war und nicht andersrum. Gegen wen ist dann der gut? Vielleicht auch gegen die Pflanze, wenn man so nach Pokémon gehen würde. Da ist ja... Hä? Ist ja ein lustiges Gesicht da drauf. Sonst sind die auch mal schwarz. Nein, jetzt ist da einfach mal so das Mega Man Kopflogo drauf. Aha, Forgotten Area. Und Plant Man und so weiter. Das sieht ein bisschen aus wie die Stage von Woodman. Aber nur ein bisschen natürlich. Oh, fuck, fuck, fuck. Nein, lasst mich in Ruhe, ihr Viecher. Psa. Wenigstens einer ist weg. Nein. Nein, ich wette, die B-Attack bringt nichts. Genau. Warte mal, ich habe nicht mal einen Rush-Coil, oder? Och. Ich will einen Rush haben. Was mache ich jetzt? Hier komme ich so nicht raus, also nochmal neu hoch. So, jetzt nochmal. Und hopp. Haha. Ja, das habe ich mir gemerkt von Mega Man 5 mit diesen anderen springenden Viechern. Und hier geht's auch noch ganz locker lang. Oder halbwegs locker. Wow.
Uhu, da ist Beat. Und er hat mir sogar was Nützliches gebracht.